Die kriegerischen Konflikte auf der Welt nehmen weiter zu. Menschenrechtsverletzungen, Kriege wie auch Perspektivlosigkeit tragen dazu bei, dass viele Menschen aus ihrem Heimatland flüchten oder ihre Heimat verlassen müssen. Zwischen Januar und Oktober 2023 beantragten laut Statistischem Bundesamt alleine in Deutschland rund 290.000 Menschen Asyl. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauende, zu einer neuen Ausgabe von Lichtblicke, dem Magazin für Lebensfragen. Viele Landkreise und Kommunen schlagen seit Monaten Alarm, fürchten, nicht alle Flüchtlinge unterbringen zu können. In der Bevölkerung gibt es viele Vorbehalte und Ängste. Wie also kann die Integration Geflüchteter gelingen? Zu dieser Frage begrüße ich heute den Juristen und Experten für Flucht und Migration der Evangelischen Landeskirche und der Diakonie Baden, Jürgen Blechinger. Herzlich willkommen. Herr Blechinger, schon während Ihres Jurastudiums waren Sie bei Migrationsberatungen tätig. Wie hat sich denn die Flüchtlingssituation in Deutschland in den letzten Jahrzehnten verändert oder entwickelt? Also wir hatten immer sehr unterschiedliche Zugangszahlen. Wir hatten in den 90er Jahren mal sehr hohe Zugänge, dann sind die Zugänge runtergegangen. Dann hatten wir 2015 wieder eine sehr hohe Zahl und haben jetzt auch wieder gestiegene Zugangszahlen von Geflüchteten. Das ist ein relativ normales Phänomen. Was sich inzwischen stark verändert hat, ist, dass wir sehr stark auf Fachkräftezuwanderung oder auf Zuwanderung insgesamt angewiesen sind. Wir brauchen dringend Menschen, die nach Deutschland zuziehen, um hier zu arbeiten, sowohl im qualifizierten Bereich wie aber auch im nicht qualifizierten Bereich. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass Menschen bei uns Schutz suchen. Und wie man das gut zusammenbringen kann, darüber müssen wir uns, glaube ich, gut Gedanken machen, damit wir die Potenziale von Menschen, die zu uns kommen, auch gut nutzen können. Aber muss da nicht auch die Bundesregierung vielleicht was ändern? Weil also zum Beispiel für Juristen ist es total schwierig, wenn sie aus dem Ausland kommen, hier Fuß zu fassen, oder auch für viele Medizinerinnen und Mediziner, deren Studium wird nicht anerkannt. Was kann man da noch tun? Also die Rahmenbedingungen, dass man hier gut ankommen kann, da muss man natürlich viel ändern. Wir müssen jetzt aber erstmal genauer hinschauen beim Thema Flucht. Da geht es darum, dass Menschen hier Schutz benötigen. Die Menschen, die im Moment nach Deutschland kommen, sind, also 70% der Personen, die einen Asylantrag stellen, bekommen hier einen Schutzstatus, weil im Asylverfahren festgestellt wird, dass den Menschen schwerste Menschenrechtsverletzungen drohen in Form von politischer Verfolgung oder schwerste Gefahren drohen, individuelle Gefahren drohen in Kriegssituationen. Also diese Menschen sind hochgradig gefährdet, wenn sie zurückkehren, und deshalb bekommen sie hier in Deutschland einen Schutzstatus. Die Menschen, die hier keinen Schutzstatus bekommen, weil sie sagen, also oft haben die Menschen, also alle diese Menschen, die einen Asylantrag stellen, haben Gründe, warum sie kommen. Niemand verlässt leichtfertig seine Heimat, aber nicht alle diese Gründe sind ausreichend, um hier einen Schutz zu bekommen. Und diese Menschen, die abgelehnt werden, die werden auch in Deutschland wieder zurückgeführt. Und nur die Menschen, die einen Schutzstatus bekommen, können am Ende auch in Deutschland bleiben. Das und wie Integration funktionieren kann, ist in der baden-württembergischen Kleinstadt Gengenbach gut zu beobachten. Hier bietet die Evangelische Kirche in Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern verschiedene Programme an, um Geflüchteten eine Perspektive zu eröffnen. Jara kam mit ihrem Mann und ihren Eltern 2015 aus Syrien nach Deutschland. Nach einem Jahr Bundesfreiwilligendienst im Familienzentrum in Gengenbach gehört sie dort zum Team. Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin vermittelt Flüchtlinge für verschiedene Aushilfsjobs, zum Beispiel Rasenmähen, an deutsche Senioren und hilft ihnen, anzukommen. Sie weiß aus eigener Erfahrung, welche Hilfe Menschen nach ihrer Ankunft in Deutschland brauchen. Sie suchen zuerst also zum Beispiel Wohnungen oder Klamotten auch. Wir helfen den Leuten hier, also Kindergarten, Plätze in den Schule auch. Alles, was sie möglich, also was sie brauchen eigentlich, können wir also hier machen. Ehemann Salah war in Syrien Jurist. Mit seinem alten Beruf konnte er in Gengenbach nicht berufstätig werden und entschied sich für ein Studium der sozialen Arbeit. Auch er unterstützt mittlerweile Flüchtlinge beim Ankommen. Niemand verlässt seine Heimat freiwillig. Und wenn man hier ist, dann weil keine andere Lösung hatte. Wir sprechen nicht über Geflüchtete Menschen wegen irgendwelche finanziellen Probleme.
obwohl das auch Recht, wenn man sucht, bessere Leben, das gehört zu Menschenrechten. Aber wir sprechen über Schutzsuchende, die wegen des Kriegs geflogen sind. Und daher, wenn sie hier sind, dann sie suchen einen neuen Anfang. Sie möchten natürlich, wenn sie finden diese Unterstützung, die Sprache zu lernen und dann in diese Gesellschaft zu integrieren, Arbeit zu finden oder Ausbildung zu finden oder Studium, das macht ein Leben einfach. Die beiden haben in Deutschland mittlerweile eine neue Heimat gefunden und sind glückliche Eltern von zwei Kindern geworden. Oft denken sie noch zurück, wie alles begann. Ihre Fluchtgeschichte ist spektakulär. Sie schwammen in einer Nacht von der Türkei übers Meer nach Griechenland. In der Türkei hatten sie keine Zukunft und sie wollten nicht zurück nach Syrien. 1. November war das. In Istanbul war ganz kalt, Schnee, aber ja, war so warm. Und das dauert 5 Stunden ins Wasser. Es ist schwer, ich weiß, aber wir müssten das machen. In der beschaulichen Kleinstadt Gengenbach leben nicht nur syrische Geflüchtete, sondern auch zum Beispiel Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine oder aus dem Iran. Stadt, Kirche, Ehrenamtliche und viele weitere Akteure unterstützen sie beim Ankommen. Die Juristin Sheila kam mit ihrer Tochter aus dem Iran. In ihrem Heimatland war die Mutter Anwältin, litt unter der Unterdrückung von Frauen durch das Regime. Deshalb floh sie nach Deutschland. Jetzt arbeitet sie im ökumenischen Einladen und fand in der evangelischen Kirchengemeinde in Gengenbach eine neue Heimat. Sheila ließ sich sogar evangelisch taufen. In Deutschland, ich habe verstanden, die Frauen und die Männer sind gleich und ich habe entschieden, meine Religion umtauschen. Die Gemeinde macht viel für Flüchtlinge. Sie vernetzt sich mit Akteuren aus der Region, beteiligt sich an Aktionen, stellt Räumlichkeiten und Begegnungsmöglichkeiten zur Verfügung, bietet Taufunterricht für Geflüchtete an. Pfarrerin Deborah Martini sieht eine große Bereicherung auch für die Kirche in der Flüchtlingshilfe. Mir ist einfach wichtig, dass diese Menschen, die zu uns kommen, eine Bereicherung sind für uns als Kirche, für uns als Gemeinde. Das ist toll, das ist super spannend, irgendwie diese anderen Lebensgeschichten, diese anderen Blicke auf den Glauben, auf den christlichen Glauben, was diese Menschen bei uns einbringen können. Das ist einfach toll, das bereichert unsere Gemeinde und macht sie irgendwie lebendig und bunt. Die Gemeindeprojekte helfen den Geflüchteten, in ihrem neuen Leben und in ihrer neuen Heimat anzukommen. Eva hatte 2013 die Idee zum Café Welcome. Die ehemalige Lehrerin engagiert sich seit ihrem Ruhestand ehrenamtlich für die Kirche. Sie liebt es, Deutsch zu unterrichten und nutzt gerne ein besonderes Buch für den Sprachunterricht. Ich hatte Taufbegleitung machen dürfen und eine der taufwilligen jungen Frauen wollte auch noch Deutsch lernen. Und dann dachte ich, wie machen wir das am besten? Und ich hatte eine Elementarbibel und anhand dieser Elementarbibel haben wir Deutsch gelernt. Und es war so schön und so spannend und auch für mich sehr interessant, weil die alte Sprache, die haben wir dann natürlich ein bisschen mehr in unsere Zeit übersetzt. Und ich glaube, es war eine sehr ergiebige Zeit für uns beide. Die evangelische Erwachsenenbildung organisiert an vielen Orten Sprachkurse für Geflüchtete. Denn die Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Die geflüchteten Menschen wollen so schnell wie möglich auf eigenen Füßen stehen. Auch ihr Kursleiter Oday kam vor einigen Jahren aus dem Irak nach Deutschland. Jetzt ist er bei der evangelischen Kirche als Lehrer angestellt. Seine Erfahrungen gibt er gerne weiter. Mir ist sehr wichtig, den anderen Flüchtlingen zu helfen. Und ich möchte wirklich meine Erfahrung auch mitteilen. Also, wir haben geleitet am Anfang in Deutschland, im Heim, das war eine Sporthalle, also kein normales Leben. Aber für den Flüchtlinge, die kommen nach Deutschland jetzt, wir möchten wirklich diese Schwierigkeiten also niedrigen. Aus der eigenen Heimat flüchten zu müssen, ist ein schweres Schicksal. Heute sind viele Geflüchtete bereits Teil der Gesellschaft in Deutschland, wie auch die Familie von Jarrah und Salah. Und das war nur möglich durch die Unterstützung engagierter Bürger und kirchlicher Ehrenamtlichen.
Ja, die Konzepte in Gengenbach scheinen zu funktionieren. Was können denn andere Kommunen und Gemeinden von Gengenbach lernen? Also es ist sehr wichtig, dass viele Menschen sich vor Ort engagieren für Geflüchtete und dass man dieses Potenzial nutzt, unterstützt und stärkt. Die Menschen, die hier ankommen, brauchen von vornherein Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache. Das ist das Zentrale, um hier dann auch beruflich erfolgreich Fuß fassen zu können. Dann der Einstieg von Kindern und Jugendlichen ins Bildungssystem, also Unterstützung bei Hausaufgaben. Die nachbarschaftliche Unterstützung ist ganz wichtig. Und das ist toll, dass sich so viele Menschen für Geflüchtete engagieren. Und diese Menschen brauchen auch wieder Begleitung, Unterstützung. Und wir brauchen gute Sprachkursangebote, guten Einstieg in die berufliche Integration, einen guten Einstieg in den Schulbereich, in Kindertageseinrichtungen, damit Integration am Ende auch gelingt. Bleiben wir noch mal kurz in Gengenbach. Also das sah jetzt wirklich alles super aus, aber da gibt es bestimmt auch Schwierigkeiten. Wo fehlt es denn da vielleicht noch? Also wo es immer wieder Schwierigkeiten gibt, sind die Ressourcen bei dem Thema Sprachkurse. Also wir haben viel zu wenig Sprachkursangebote. Dafür fehlen Mittel und auch Lehrkräfte. Und da gute Konzepte zu entwickeln, die Sprachkurse entsprechend auszustatten, das ist schwierig, wenn die Menschen, die hier ankommen, erst mal ein Jahr, zwei Jahre warten müssen, bis sie einen Sprachkurs besuchen können. Da geht wertvolle Zeit verloren. Und deshalb ist es wichtig, das zu verstärken und auszubauen. Was kann denn noch getan werden, damit die Integration in Deutschland gelingt? Also am Anfang ist sozusagen steht erstmal das Thema Sprache lernen. Aber es macht Sinn, gleich am Anfang die Sprachkurse zu kombinieren mit Praktikas in Betrieben, zu schauen, wie die Leute in qualifizierte Beschäftigung kommen können, dass Menschen hier eine Ausbildung machen können. Ganz wichtig ist auch die gesellschaftliche Integration, also Begegnung mit Einheimischen. Dafür braucht man natürlich auch Wohnbedingungen, die Integration ermöglichen. Also gute Konzepte von Unterbringung, wo die Menschen nicht irgendwo ganz weit ab am Stadtrand in einer großen Unterkunft sind, eng gedrängt auf engstem Raum, wo sie gar nicht zur Ruhe kommen können, sondern möglichst kleinere Einheiten, in Form von Wohngemeinschaften, wo sie sich gegenseitig unterstützen können. Da können wir sicherlich Konzepte machen, die besser die Integration fördern, als wenn man Menschen nur einfach immer an die Unterbringung denkt. Wir müssen sozusagen das Ganze von der Integration her denken, damit es am Ende auch gut gelingt. Aber haben Sie da vielleicht Tipps oder Ideen für Kommunen? Also viele haben ja jetzt schon Angst, dass sie die Flüchtlinge nicht unterbringen können. Und wie sollen die Flüchtlinge dann noch in der Innenstadt vielleicht unterkommen? Also haben Sie da schon Konzepte? Also die Unterbringungsfrage ist ganz schwierig, weil sozusagen seit Jahren fehlen ausreichend Wohnungen. Es müssen auch neue Wohnungen gebaut werden. Dazu brauchen wir aber auch wieder Arbeitskräfte und Fachkräfte. Da sind wir ganz froh, dass wir Menschen finden, die zu uns kommen, die dann auch mithelfen. Und es gibt Kommunen, die haben da sehr gute Konzepte entwickelt, die auch versuchen, sehr dezentral unterzubringen. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt anschaue, in Ettlingen hier bei Karlsruhe, wo man seit Jahren versucht, ein sehr dezentrales Konzept zu fahren. Ich glaube, solche Konzepte machen Sinn, die auch auszubauen. Wir müssen uns einfach klar machen, die Menschen, die kommen, die werden längerfristig oder viele davon werden längerfristig bleiben. Und darauf zu hoffen, dass diese Menschen schnell wieder gehen, das ist ein Irrglaube, der nicht funktionieren wird. Und von daher müssen wir uns überlegen, wie das Ganze funktioniert und nicht nur von der Unterbringung her denken, sondern vor allem auch vom Thema Integration. Ja, und wie Integration gelingen kann, da können Sie sich auch gerne nochmal weitere Ideen und Anregungen für eine realitätsbezogene Flüchtlingspolitik auf der Seite der Evangelischen Landeskirche Baden unter www.ekiba.de/Migration abholen. Wir sind jetzt leider schon am Ende wieder der Sendung angelangt. Vielen Dank, Herr Blechinger, dass Sie heute zu Gast waren. Und liebe Zuschauende, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Einschalten. Alle unsere Sendungen finden Sie auf unserer Seite erb-mediathek.de und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine gesegnete Zeit. Musik